Henken, der deutsche Verteidigungsminister hat den Einsatz von bewaffneten Drohnen in den laufenden Kriegen als ethisch eher von Vorteil bezeichnet. Teilen Sie diese Einschätzung? Ethisch eher von Vorteil. Also ethisch ist die Kampfdrohne mit Sicherheit nicht, so wie andere Waffen auch keine ethischen Waffen sind, wie zum Beispiel Streubomben oder chemische Waffen. In die Kategorie gehören auch Kampfdrohnen. Mit Kampfdrohnen sind völlig neue Kriege möglich. Man schafft sich völlig neue Möglichkeiten einzugreifen. Man kann auf heimtückische Art und Weise in fremde Länder einfallen, was mit Kampfflugzeugen gar nicht möglich ist. Man kann sehr lange über fremdem Territorium kreisen, was mit Kampfflugzeugen nicht möglich ist. Und man kann durch Langzeitbeobachtungen, die über Tage gehen, bestimmte Ziele auskundschaften, um sie dann per Fernbedienung anzugreifen, mithilfe von Raketen oder Bomben, die an diesen Kampfdrohnen hängen. Was daran ethisch von Vorteil sein soll, kann ich nicht nachvollziehen. Der zweite Aspekt ist die Wahrnehmung von Kriegen durch die Bevölkerung, auch in den kriegführenden Staaten. Wie verändert sich denn diese Wahrnehmung durch den Einsatz dieser nicht bemannten Kriegswaffen? Heutzutage sind ja ohnehin schon Kriege kaum im Fernsehen wahrnehmbar. Also hat ja kaum Kriegsbilder. Das war beispielsweise in der Zeit des Vietnamkriegs anders. Zwar gab es keine Direktübertragung, aber Filmbeiträge von Kriegsgeschehen in Vietnam, was dazu geführt hat, dass es Aufruhr, Aufstand, Widerstand in den USA kam. Dazu kam, diese Kriegsbilder sind heutzutage so nicht sichtbar. Das Einzige, was man sieht, sind grüne Nachtaufnahmen, was also keine konkreten Bilder sind. Und das wird sich natürlich mit dem Einsatz von Kampfdrohnen noch mehr verstärken. Minister de Maizière hat ja gesagt, dass er Kampfdrohnen dafür als in den Einsatz bringen will, um KSK-Soldaten, also das heißt geheim operierende Soldaten, von den Kampfdrohnen zu begleiten. Das heißt also, das, was geheim an Kriegsoperationen vor Ort stattfindet, kriegt sowieso keiner mit. Und wenn dann noch Kampfdrohnen dazukommen, wird es noch weniger bekannt werden. Diese Das heißt, es wird KSK. ein ganz, der Krieg wird noch geheimer, noch leiser, das Töten wird noch unsichtbarer als zuvor. KSK ist das Kommando Spezialkräfte, eine Bundeswehreinheit von Elite-Soldaten, die im Auslandseinsatz eben Dinge machen, die andere nicht mitkriegen sollen. Rührt die Krise der Friedensbewegung denn auch daher, dass diese Kriege als solche gar nicht mehr wahrgenommen werden? Sie haben ja gerade diese grünen Bildschirme, diese grün gefärbten Bildschirme erwähnt, auf denen ein abstraktes Kriegsgeschehen zu sehen ist. Möglicherweise spielt das eine Rolle. Und möglicherweise spielt es aber auch eine Rolle, dass die ethische Seite des Krieges nicht mehr so sichtbar ist. Also es gibt in den Kriegen heutzutage keine Seite mehr, für die man auf die Straße gehen könnte. Oder sagen wir mal, soziale Bezüge, die nicht so für die Bevölkerung nicht so ein Argument sind, für diese Bevölkerungsteile auf die Straße zu gehen, sondern man kann zwischen Gut und Böse in diesen heutigen Kriegen kaum unterscheiden. Von daher ist es für die Teilnehmer eher ein Problem oder für die Menschen, die friedensbewegt sind, eher ein Mangel an Motivation, sich zu engagieren. Sie sind in einer neuen Kampagne der deutschen Friedensbewegung aktiv gegen den Einsatz von Drohnen. Welche vorrangigen Ziele hat diese Kampagne denn neben der ja wahrscheinlichen Aufklärung über diese Waffengattung? Wir müssen ja sehen, dass die Bundeswehr um- und aufgerüstet wird, speziell dahingehend, dass sie Auslandseinsätze macht mit dem Schwerpunkt Stadtkampf, Ortskampf, Häuserkampf, Straßenkampf. Also das ist das, wo die zentrale
Ausbildung des Heeres stattfindet. Bei der Marine ist es so, dass die darauf orientiert, auf fremde Küstengewässer und auf das Land dahinter. Also man orientiert auf fremde Länder. Und wenn man dann Soldaten in fremde Länder schickt, versucht man die möglichst mit diesen Kampfdrohnen zu schützen. Ich hatte das am Anfang erklärt, möglichst lange die Räume kontrollieren können, möglichst geheim aus der Luft töten können, das ist die Maxime. Und die Perspektive ist, das bleibt nicht bei dieser Art von Kampfdrohnen, sondern die Perspektive ist die Automatisierung der Kampfdrohnen. Das heißt also, man versucht wegzukommen vom Einsatz des Menschen, der noch den Knopf drückt über den Bildschirm, und dahin, versucht dahin zu kommen, diese Entscheidung in die Drohne zu verlagern. Das heißt also, man entwickelt Software, die in der Lage ist, die Aufklärung selbst vorzunehmen. Man hat bisher festgestellt, dass die Drohne etwa 200 Soldaten oder 200 Auswärter benötigt, um überhaupt 24 Stunden im Einsatz zu sein. Das ist auf Dauer eine sehr material- und ressourcenverschwenderisches Vorgehen, sodass man also darauf bestrebt ist, möglichst den Faktor Mensch auszuschalten. Das ergibt völlig neue Dimensionen von Kriegführung und das ist eigentlich das, was uns umtreibt. Dass mit dem Beschaffen dieser Drohnen quasi ein Weg beschritten wird, der in die Automatisierung führt und von daher völlig neue Kriege entstehen können. Welche Folgen erwarten Sie denn durch diese Automatisierung der Kriegführung? Das schlimmste Szenario, was ich mir vorstelle, ist, dass es dann nicht nur einzelne Drohnen gibt, die in der Luft unterwegs sind, sondern dass es ganze Geschwader von Drohnen gibt, die Luftangriffe ausüben können, also oder auch Luftkriege ausführen können. Mhm. Es ist also Science Fiction pur. Das ist das, was militärisch, politisch dahinter steht. Und da sehe ich eine sehr große Gefahr. Und man ist mit der Einführung dieser neuen Kampfdrohnen, beschreitet man den ersten Schritt dahin. Und wir sagen, wehret den Anfängen. Also wir fordern, dass die Bundesregierung keine neuen Kampfdrohnen anschafft und dass sie sich dafür einsetzt, international dafür einsetzt, für die Ächtung von Kampfdrohnen insgesamt, sodass es auf der ganzen Welt keine Kampfdrohnen gibt. Das wird die Bundesregierung ja aber wahrscheinlich nicht tun, wenn jetzt schon darauf orientiert wird, diese Waffen anzuschaffen. Wie steht es denn um die Sensibilität diesem Thema gegenüber in den Medien und in der Bevölkerung? Also die überraschend ist es so, dass es eine sehr große Sensibilität in den Medien gibt, wie ich finde. Also die Leitmedien haben sich nicht auf die Seite von Herrn de Maizière geschlagen. Und auch in der Bevölkerung ist es festzustellen, nach Meinungsumfragen, dass es eine deutliche Mehrheit gibt gegen die Anschaffung von Kampfdrohnen. Beispielsweise eine frische Umfrage von Forsa von vor drei Tagen, wo deutlich ist, dass 61% der Bevölkerung Kampfdrohnen ablehnen, nur 36% sind dafür. Und selbst in der CDU-CSU, also in der Anhängerschaft der CDU-CSU, gibt es eine Mehrheit gegen Kampfdrohnen. Also wir haben da, denke ich mal, die Bevölkerung auf unserer Seite. Und wir fordern oder wir wünschen uns von der Bevölkerung, dass sie uns insofern unterstützt, dass sie ihre Unterschrift gibt gegen die Kampfdrohnen. Das kann man auch im Internet tun, also auf der Seite drohnen-kampagne.de gibt es eine Online-Unterschreibmöglichkeit. Man kann aber auch sich dort eine Unterschriftenliste herunterladen oder mehrere und selbst Unterschriften sammeln. Und man kann sich auf der Seite auch weitergehend informieren. Das geht also auch da uns darum, um die Aufklärung. Herr Henken, ich danke Ihnen für das Interview. Bitte.